Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, in einem europäischen Remake wurden in den vergangenen Wochen die Bankenrettungspakete von 2008 neu aufgelegt. Diesmal lautet der Titel: Wir verhindern einen Staatsbankrott. Die Szenerie war bestimmt von Krisensitzungen der Regierungsoberhäupter. Die Scheinwerfer leuchteten von Athen nach Berlin auf Brüssel und zuletzt zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Der Internationale Währungsfonds schnürte für Griechenland sein Kreditpaket. Danke. Er nannte auch den üblichen Preis, die Plünderung der öffentlichen Kassen und der Griff in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger. Die Regierungen der Mitgliedsländer maskierten Untätigkeit und Aktionismus mal mit dem Mäntelchen der staatsmännischen Verantwortung, mal mit dem Galgenstrick der Alternativlosigkeit. Die Konsequenzen dieses filmreichen Politdramas kennen die Menschen am besten, die sich gar keine Kinokarte mehr leisten können. Es steht fest, die Armut wird im reichen Europa weiter wachsen. Das Vertrauen in politische Lösungen ist erschüttert. Schauen wir nach Ungarn. Dort ist die verbrannte Erde, die der Internationale Währungsfonds hinterlassen hat, mit einer rechtspopulistischen Regierung quittiert worden. Selbst am Verfall Jugoslawiens hat der Internationale Währungsfonds eine Aktie. Was soll denn jetzt da herauskommen, wenn diese Spezialisten vom Internationalen Währungsfonds nach Athen geschickt werden, frage ich mich. Es gäbe genügend Stoff innerhalb und außerhalb Europas, in Lateinamerika, in Asien, Afrika, das zu studieren. In den Augen des Internationalen Währungsfonds sind doch Ausgaben für Bildung, Ausgaben für Gesundheit, für sozialen Fortschritt, für ökologische Entwicklung nur unnötiges Zeug. Fragen wir die Menschen in den Entwicklungsländern. Unter dem Diktat des Internationalen Währungsfonds sind alle Hoffnungen auf die Überwindung der Armut zerbrochen. Nur die Zinsforderungen der Gläubiger wurden heilig gesprochen. Das Ergebnis ist bitterste Armut auf Jahrzehnte, und zwar für mehr als 2 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Mehr als 2 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Diese Wirklichkeiten sind für uns schwer vorstellbar. Erst als die Privatbanken es übertrieben hatten und die Zahlungsunfähigkeit der Entwicklungsländer drohte, da erst traten westliche Regierungen auf den Plan. Sie nahmen den Banken mit Steuergeldern das Kreditrisiko ab und verhandelten einen Schuldenerlass. Jetzt hat das europäische Remake der Schuldenkrise begonnen. Banken spekulieren auf riesige Gewinne aus den hohen Zinsen der verschuldeten Länder. Im Bündnis mit anderen Spekulanten treiben sie die Zinssätze immer weiter in die Höhe, bis schließlich der Kollaps droht. Und dann sollen Steuerzahler einspringen, dann sollen Beschäftigte auf Lohn verzichten, damit die Rechnung aufgeht. Allein die Deutsche Bank strich in den ersten 3 Monaten dieses Jahres einen Rekordgewinn von 2,8 Milliarden Euro ein. 2,8 Milliarden Euro, 99% davon kamen aus dem Investmentbanking. Für Griechenland dagegen sind Jahrzehnte der Armut kalkuliert. Doch wenn die griechische Regierung keine Zukunftsinvestitionen in Bildung und Forschung mehr tätigen kann, dann wird der Rückstand zu anderen Ländern ständig wachsen. Das ist voraussehbar. Hier werden keine Rettungspläne, hier werden Teufelskreise installiert. Und dagegen müssen wir uns wenden. Liebe Genossinnen und Genossen, solange die Spekulationen nicht mit politischem Willen verschlagen werden, bleiben diese Raubritter aktiv und inszenieren das nächste Remake ihrer Erpressungsmaschinerie.
In Griechenland wehren sich viele Menschen gegen diese Entwicklung. Sie gehen auf die Straßen, sie warnen vor der nächsten Umverteilungswelle. Unsere Solidarität gilt den griechischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, unseren Freunden von Synaspismus. Unseren Freunden von Synaspismus und dem Syriza-Bündnis. Unsere Solidarität gilt den Menschen in Griechenland, die ihre sozialen Rechte, die ihre Zukunft verteidigen. Und ich freue mich, dass morgen Anna Fellini von Synaspismus hier an unserem Parteitag teilnehmen wird. Sie kann uns mehr erzählen. Genossinnen und Genossen, die Europäische Union hat das Jahr 2010 zum Jahr des Kampfes gegen Armut und soziale Ausgrenzung erklärt. Immerhin, in Europa leben schon heute über 80 Millionen Menschen in Armut und noch einmal 80 Millionen Menschen sind in Europa von Armut bedroht. Hinter diesen Zahlen verbergen sich eine unerträgliche Ausgrenzung, noch immer Ausgrenzung von Roma-Familien. Dahinter verbergen sich Millionen Illegale, die weder Bürgerrechte genießen noch Einfluss auf die Aushandlung ihrer Einkommen haben. In Deutschland hat jedes siebte Kind kaum Chancen auf die Förderung seiner Begabungen. Vor 2 Jahren arbeitete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung dem Armutsbericht der Bundesregierung zu. Die Ergebnisse bündelten die Lage vor dem aktuellen Krisenbeginn. Das DIW ermittelte eine seit 2000 angestiegene Armutsquote auf 18%. Doch bei der Veröffentlichung der Bundesregierung war dann von 13% die Rede. In Statistik ist diese Bundesregierung wirklich geübt und gut, wenn auch nur in Statistik. Diese 13% aber betreffen immerhin 11,5 Millionen Menschen. Und das sind 11,5 Millionen zu viel. War Europa nicht der einst bekannt für erfolgreiche Sozialstaaten? Für Sozialstaaten, in denen Kooperation und Teilhabe, Mitbestimmung statt Fremdbestimmung hohe und gelebte Werte waren? Statt die Sozialstaaten zu modernisieren, tobt ihr besinnungsloser Abbau. In Deutschland haben Rot-Grün, die Große Koalition und Schwarz-Gelb allesamt diesen abenteuerlichen Kurs gehalten. Sie haben eine ganze Idee zerstört von Eigenverantwortung und fordern. Sie haben von Eigenverantwortung und fordern schwadroniert und erzählen noch heute, dass wir uns ein menschenwürdiges Leben nicht mehr leisten können. Und da sagen wir, es ist an der Zeit, den Sozialstaat durch die Institutionen der Europäischen Union zu sichern und nicht abzubauen. Es ist an der Zeit, die politische Intelligenz auf eine Harmonisierung sozialer Standards auf hohem Niveau zu richten. Es ist an der Zeit, die Drosselung der Binnenmärkte zu beenden. Liebe Genossinnen und Genossen, und es ist an der Zeit, endlich Hedgefonds zu verbieten. Endlich Hedgefonds zu verbieten, Steueroasen auszutrocknen und in jedem Land die Finanztransaktionssteuer einzuführen. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist an der Zeit, die Willkürherrschaft der Finanzmärkte zu beenden. In der Europäischen Union werden zurzeit nicht die Armut und die soziale Ausgrenzung bekämpft, sondern die Zocker und die Spekulanten werden gut bedient. Und das müssen wir verhindern. Der jetzt geltende Lissabon-Vertrag schreibt dem Europäischen Parlament mehr Rechte zu. Beim Finanzkrisenmanagement erleben wir stattdessen eine Gouvernementalisierung der EU mit französischen und deutschen Großmachten. Gebaren. Das ist garantiert der falsche Weg. Vor über einem Jahr forderte der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz ein neues System der internationalen Währungsreserven
und die Armutsbekämpfung als erstes Krisenprogramm. Nun hat er sich zur Eurokrise zu Wort gemeldet. Ich zitiere Stieglitz: Noch hat Europa die Chancen, diese Reformen durchzuführen. Die EU würde so den auf Solidarität beruhenden Idealen gerecht, die der Einführung des Euro zugrunde lagen. Ist Europa dazu nicht in der Lage, ist es vielleicht besser, das Scheitern zuzugeben und anders weiterzumachen und nicht im Rahmen eines fehlerhaften Wirtschaftsmodells ein hohes Maß an Arbeitslosigkeit und menschlichem Leid hinzunehmen. Soweit Stieglitz. Genossinnen und Genossen, welche Akzeptanz könnte ein Europa bei der weltweiten friedlichen Konfliktbewältigung erhalten? Bei der weltweiten friedlichen Konfliktbeilegung, wenn es endlich seine Truppen aus dem Krieg in Afghanistan abziehen würde. Wenn unser Kontinent nicht länger als starker Exporteur von Waffen, sondern als Exporteur von sozialer Sicherheit auftreten würde. Dazu gehört auch, dass er nicht zur Importregion des IWF-Diktats mutiert. Entschuldigung, seit ich nicht mehr rauche, ist gelegentlich die Stimme. Die Ideologien des entfesselten Marktes helfen nur den Zockern und Spekulanten und lähmen Europa im weltweiten Kampf gegen Klimakrise und Hunger. Diese herrschende Politik in der Europäischen Union blockiert Solidarität und Verantwortung in einer multipolaren Welt. In einer Welt, in der in Asien ein rasantes wirtschaftliches Wachstum und in Lateinamerika neue Gesellschaftsmodelle erprobt werden. Genossinnen und Genossen, morgen am Sonntag können wir, falls die Wolke und falls in Tegel wieder pünktlich gelandet wird, können wir hohen Besuch aus Mittelamerika empfangen. Wir erwarten den Poeten, den Theologen und Sozialisten Ernesto Cardenal. Er wurde 1979 Kulturminister der sandinistischen Regierung. Nach 8 Jahren später wurde das Kulturministerium angeblich aus Kostengründen aufgelöst. Dieser Akt des kulturellen Tiefgangs ereignete sich vor 23 Jahren. Ich erinnere deshalb an diesen Vorgang, weil er eine Parallele zu manchen Begebenheiten in Europa oder auch in unserem Land offenbart. Zum Beispiel sind 2 Bilder von Walter Womacka und Roland Paris, die in der DDR entstanden sind, bedroht. Sorglos setzt die Bundesregierung diese Bilder privaten Käufern ohne weitere Verpflichtungen aus. Sie reiht sich damit in eine weltumspannende Politik des kulturellen Vergessens ein. Diese Beteiligung am physischen Verschwinden europäischer Kunst des 20. Jahrhunderts ist nicht hinnehmbar, liebe Genossinnen und Genossen. Solche Vorgänge laufen inzwischen beinahe ohne Öffentlichkeit ab. Das beweist einmal mehr, dass eine Politik, die nur noch auf die Signale der Banken fixiert ist, auch Geschichtslosigkeit, Demokratieabbau und kulturellen Verfall bedeutet. Ernesto Cardenal hat einmal gesagt, das Evangelium hat uns radikalisiert. Ich bin durch das Neue Testament zum Marxisten geworden. Doch für die meisten Menschen sind es seine Psalmen, die anders als die Sprache der Wissenschaft und der Politik an den Lebenssinn, an die Hoffnung auf eine gerechte Welt erinnern. Daraus kann ich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Unterschiedliche Sichten auf drängende Fragen werden zum kulturellen Gewinn, wenn wir deren Austausch ernsthaft organisieren. Doch dafür bedarf es der Voraussetzung, dass wir Wissen und kulturelle Erfahrungen für alle zugänglich machen und für alle zugänglich halten. Und was im Großen gilt,
liebe Genossinnen und Genossen, das gilt auch im Kleinen. Wir haben den Austausch unterschiedlicher Erfahrungen von Brandenburg bis Bayern und den unterschiedlichen Herangehensweisen an verschiedenen programmatischen Fragen den allergrößten Platz einzuräumen. Die Programmkommission hat ihren Entwurf vorgelegt. Jetzt sind Offenheit, kluge Debatten zur Eigentumsfrage etwa und zur Linken als Kraft demokratischer Erneuerung gefragt. Genossinnen und Genossen, die Turmbläser der Wirtschaftseliten intonieren nach wie vor die Signale der Börsen und Renditen. Und der Chor der herrschenden Politik folgt mit dem immer gleichen Refrain: drückt die Löhne, senkt die Steuern, bremst die Staatsschulden. Die letzten Wochen vor der NRW-Wahl haben nicht nur politischen Handlungsstau, haben nicht nur Affären wie Rent-Rüttgers und staatstragenden Chauvinismus gegen Griechen und Griechen zum Tage gefördert. Nein, wir hatten wieder Grund zum Feiern, wir. Denn die Linke hat den Nordrhein-Westfalen ihr Wahlziel erreicht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind im 13. Bundesland in den Landtag eingezogen. Und ich sage, der Kurs der sozialen Gerechtigkeit wird auch sein Ziel im Süden unserer Republik nicht verfehlen. Ich möchte darauf verweisen, dass es unmöglich ist, Politik in NRW ohne Lehren aus der europäischen Geschichte machen zu wollen. In NRW wurde aus der Waffenschmiede Hitlers eine reiche, friedliche Region mit einer großen europäischen Migrationsgeschichte, eine Region, die ganz unmittelbar mit den Gründungsideen der Europäischen Union verknüpft war. In den Nachkriegszeiten galt trotz kaltem Krieg die Einbindung übermächtiger Wirtschaftskraft noch als tragbares politisches Projekt. Nationales Großmachtdenken sollte damals für alle und für immer auf dem Müllhaufen der Geschichte wandern. Vor exakt 60 Jahren begründete der damalige französische Außenminister Schumann seinen Plan der Sicherung des innereuropäischen Friedens durch Vergemeinschaftung. Im Mittelpunkt stand die gegenseitige Kontrolle der kriegswichtigen Güter Kohle und Stahl sowie die Sicherstellung dieser entscheidenden Produktionsfaktoren für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Kohle und Stahl war damals das Gold des Ruhrgebiets und dies prägt auch heute seine kulturelle Identität. Jetzt heißen die Rohstoffe der neuen Industrien mehr Wissen, eine umfassende Auswertung der schwierigen Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Wandel nach dem Zechensterben. Es gibt inzwischen oder inmitten des Kulturhauptstadt Rummels, an dem wir zu Recht so vieles kritisiert haben, einige großartige Projekte, zum Beispiel die kulturelle Stadtplanung mit Migrantinnen und Migranten in Duisburg-Marxlohe. Heute stehen überall die Herausforderungen einer nachhaltigen Energie- und Klimapolitik und die Herausforderungen an eine moderne und gerechte Wissens- und Informationsgesellschaft. Unsere neue Landtagsfraktion, der Landesverband, die ganze Partei werden dafür sorgen, dass die Sorgen und die Stärken der Menschen aus der Region nicht links liegen gelassen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Interessen von Erwerbslosen und Beschäftigten, von Rentnerinnen und Rentnern, von Studierenden und kleinen Unternehmen nicht weiter an den Rand politischen Handelns gedrängt werden. Für den Wahlerfolg Liebe Genossinnen und Genossen, für den Wahlerfolg am 9. Mai haben viele Mitglieder aus der ganzen Partei gekämpft. Und ich finde, darauf können wir stolz sein. Genossinnen und Genossen, mit den Wahlerfolgen im Rücken geht es um den Blick nach vorn. Wir erleben gerade die härteste soziale Auseinandersetzung mitten im finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Noch immer sind Belegschaften von strategischen Unternehmensentscheidungen ausgeschlossen.
Wie soll denn ein sozialökologischer Umbau gelingen, wenn die Gewinnerwartungen der Wirtschaft der alleinige Maßstab sind? Die größte Bedrohung für die Demokratie geht von den systemischen Krisen des Kapitalismus aus. Die Krise der sogenannten Arbeitsgesellschaft frisst Löcher in den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Die transnationalen Wirtschaftsmächte diktieren die Arbeitsbedingungen und jagen das Lohndumping um den ganzen Erdball. Nur die Anteile der Einkommen aus Gewinnen und Vermögen wachsen. Sie wachsen. Längst sind die Löhne von der Produktivität abgekoppelt. Längst ist das Rad des Freiheitsgewinns durch Arbeitszeitverkürzung zurückgedreht. Die soziale Schere bedeutet für einige eine dauerhafte kulturelle Ausgrenzung, und in den Schulen unseres Landes wird diese Kluft auch noch verschärft. Eine der größten Wählergruppen sind inzwischen die Nichtwählerinnen und Nichtwähler geworden. Viele von ihnen kommen tatsächlich aus ärmeren Schichten. So entstehen Mehrheiten und Wahlgewinner in unserer Gesellschaft, die Interessen aller nur noch verzerrt widerspiegeln. Genossinnen und Genossen, wenn Beschäftigte mit mieser Bezahlung oder Erwerbslose denken, auf meine Stimme kommt es sowieso nicht an, dann fehlen Stimmen für eine andere Politik. Dann fehlen Stimmen für einen Politikwechsel und für Reformmehrheiten. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sehe darin für unsere junge Partei eine der größten Herausforderungen. Diese Entleerung der Demokratie ist am Ende keine ökonomische Frage, ist kein Problem des Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Sie ist eine kulturelle, sie ist eine gesellschaftspolitische Systemfrage. Der Sozialstaat der 70er Jahre hat weder traditionelle Frauenbilder aufgebrochen noch Geschlechtergerechtigkeit umfassend befördert. Doch seine Herausbildung war damit verbunden, dass es als zutiefst unanständig galt, Bürgerinnen und Bürger nur nach ihrer Beteiligung am Wirtschaftsleben zu beurteilen. Bildungsaufstieg für viele oder die Rechtsberatung in der Sozialhilfe sind erfolgreiche Beispiele sozialer Integration, die heute beinahe schon wieder Geschichte sind. Wenn uns Linken vorgeworfen wird, wir wollten den Sozialstaat der 70er Jahre zurück, dann sage ich klipp und klar, ja, wir werden die Sozialstaatsidee verteidigen und sie entwickeln. Auch gegen jene geistig Verarmten, die nur noch einen Satz fehlerfrei sprechen können, nämlich den Satz Steuern senken. Steuer runter. Auch gegenüber jenen verteidigen wir die demokratische Teilhabe als Grundpfeiler funktionierender Gesellschaften. Wenn uns dafür jemand ein stockkonservatives Etikett anhängen möchte, dann soll er das tun. Den Sloterdijks und den Sarrazins, die von demütigenden Almosen träumen, zeigen wir die rote Karte, auch auf diesen Parteitag. Liebe Genossinnen und Genossen, denn die tägliche Demütigung von Millionen Menschen ist genau das, was eine Gesellschaft wirklich belastet. Die Armut kostet unser aller Zukunft. Nicht die Menschen, die Armut selbst als Folge verfehlter Politik ist der schlimmste Kostenfaktor unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Eine gute Gesellschaft gibt es nicht zum Nulltarif. Was gehört dazu? Und wie viel sind wir bereit, dafür zu zahlen? Das ist die erste Frage, wenn man die Gesellschaftskrise überwinden will. Eine Gesellschaft, die nur noch als Anhängsel des Marktes und der Bedürfnisse der Aktionäre behandelt wird, wird Schritt für Schritt zerstört. Den Gegenbeweis, da hat noch niemand angetreten. Genossinnen und Genossen, wir haben in den täglichen Auseinandersetzungen die Interessen unserer Wählerinnen und Wähler zu vertreten. Das ist für unseren politischen Erfolg eine notwendige Voraussetzung. Doch für Veränderungen braucht es auch den Mut zur Alternative.
Oskar Negt stellte kürzlich fest, ich zitiere ihn, es sind ja nicht die Visionäre oder die Utopisten, die diese kapitalistische Gesellschaftsordnung nach neoliberalem Zuschnitt an den Rand einer Katastrophe getrieben haben, sondern es sind die sogenannten Tatsachenmenschen, die mit atemberaubender Instinktsicherheit öffentliche Schuldenberge anhäufen, Natur zerstören und die Polarisierung zwischen Arm und Reich auf ein groteskes Niveau heben. Nur noch Utopien scheinen dagegen heute realistisch zu sein. Soweit Oskar Negt. Dabei sind Utopien, liebe Genossinnen und Genossen, alles andere als Wolkenkuckucksheime. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen. Es geht darum, welche Alternativen unter den vorhandenen Bedingungen möglich sind. Die Produktivkräfte sind so entwickelt, dass kein Mensch hungern müsste. Technologien, die den Klimawandel bremsen können, sind erfunden. Und wir könnten sie nutzbringend für alle anwenden, wenn die Macht großer Energieunternehmen durch öffentliche Kontrolle gebrochen und wenn die Kommunen gestärkt würden. Liebe Genossinnen und Genossen, die Krise der Lohnarbeit und des Sozialstaates ist ein schleichendes Gift. Sie zerfrisst allmählich die Grundsätze von der Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger. Akut sind die Einschläge, die die Finanzmärkte, die Zocker und Fonds und Spekulanten der Demokratie versetzen. Die Finanzmarktkrise hat die parlamentarischen Demokratien in Notstandsregime verwandelt. Auffällig ist doch, dass dabei ein ums andere Mal die Regulierungen des Finanzmarktes auf der Strecke bleiben. Die nächste Spekulationswelle gegen Währungen und Staatshaus Halte ist längst im Rollen. Geld her oder der Euro stürzt, hieß es Freitag vor den NRW-Wahlen. Warum aber nach wochenlanger Untätigkeit dann die Eile bei der Verabschiedung der Gesetze? Wurde das Parlament von den Banken und der Exekutive erneut über den Tisch gezogen? Wer demokratische Gepflogenheiten ohne Not aushebelt, hat die demokratischen Prozesse inzwischen vollständig dem Verwertungshunger des Finanzkapitals unterstellt. Und das dürfen wir nicht länger zulassen. Die Art und Weise der Bankenrettung von Herbst 2008 und vom Frühjahr 2010 gehören endlich in einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Genossinnen und Genossen, die Erpressung durch das Finanzkapital ist keine Verfahrensfrage, sie gefährdet die Zukunft. Gelingt es uns, Chancen herauszuarbeiten, oder geraten wir immer tiefer in Abwehrschlachten um demokratische Spielräume? Mit der Verselbstständigung der Finanzmärkte hat sich der gesellschaftliche Reichtum aus den Lebens- und Produktionsverhältnissen der Gesellschaft verabschiedet. Das ist der neuralgische Punkt der gegenwärtigen Krise. Zuerst wurden den Gesellschaften und Staaten die Ressourcen für die öffentliche Infrastruktur entzogen. Jetzt erpresst sich die Finanzwelt Garantien und Hilfen, für die Staaten sich weiter verschulden. Ob die Staaten die angehäuften Schulden jemals abtragen können, wird heute ernsthaft angezweifelt. Doch darauf kommt es gar nicht mehr an. Entscheidend ist für die Zocker und die Banken, dass die Zinsen gezahlt werden. Und wächst der Anteil des Schuldendienstes an den öffentlichen Haushalten, dann verschwinden die Spielräume für politische Gestaltung. Die Spielräume für politische Gestaltung verschwinden so wie Bilder ins Nirvana einer geschichtslosen Gesellschaft. Erst wenn die Zocker und Banken Demokratien weder erpressen noch in den Notstand treiben können, werden die richtigen Ansätze zu einer koordinierten Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union greifen können. Billiger ist es nicht zu haben, liebe Genossinnen und Genossen. Die Handlungsoptionen, die wir aus den realen wie das
Ansprüchen des Finanzmarktkapitalismus entwickeln, werden keine Spaziergänge sein, gerade weil wir sie als Kraft der demokratischen Erneuerung an unserem Gerechtigkeits- und an unserem Gleichheitsverständnis messen. Ja, wir waren in den vergangenen Tagen bestürzt, dass unser Genosse Stefan Dörnberg gerade den 65. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus nicht mehr erleben konnte. Er, der in der Roten Armee aktiv zur Befreiung vom Hitlerfaschismus beigetragen hat. Doch, auch liebe Genossinnen und Genossen, wir haben in der Trauer uns zugleich seines kraftvollen Vermächtnisses angenommen. Geschichte ist offen und es lohnt sich darin, Partei zu ergreifen für eine bessere Welt. Genossinnen und Genossen, an der Griechenlandhilfe wird die Aufgabe, die sich uns Linken stellt, besonders deutlich. Natürlich haben wir kein Interesse an einem Staatsbankrott Griechenlands. Das zögerliche Verhalten der deutschen Regierung hat die Krise nur verschärft, teurer gemacht, und das haben wir kritisiert. Doch einer Hilfe, die die Aushebelung sozialer Standards zur Bedingung macht, werden wir nicht zustimmen können, weder in Deutschland noch in der Europäischen Union. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, unsere Sache ist es, soziale Standards in Europa zu verteidigen und sie nach oben anzugleichen. Als europäische Linke müssen wir für ein europäisches Regelwerk kämpfen, damit das eingeleitet wird. Die Spekulanten leben von den wirtschaftlichen Ungleichgewichten in der EU. Die deutschen Bankhäuser verdienen prächtig. Das deutsche Exportmodell mit seinen niedrigen Lohnstückkosten hat für andere Länder teilweise verheerende Folgen. Wenn wir höhere Löhne, wenn wir eine gute Mindestsicherung, die Stärkung der Binnennachfrage fordern, dann ist das ein großes Stück europäischer Solidarität. Und auch deshalb müssen wir darauf beharren. Wir sollten nie vergessen, dass wir als deutsche Linke hier in einer sehr komfortablen Situation agieren. Der Wohlstandschauvinismus mit nationalistischem Einschlag, den Bild und andere in den letzten Wochen uns vorgemacht haben, wird leider, so vermute ich, zunehmen. Da haben wir eine große Verantwortung, dass diese Demagogie nicht weiter in alle Poren der Gesellschaft eindringt. Und ich bin es allmählich leid, sozusagen auf das Korrupte in Griechenland hingewiesen zu werden. Als ich in Griechenland war, die korrupteste Firma hieß Siemens, ein sehr griechischer Name, finde ich. Und wenn wir daran denken, dass die... Und wenn ich daran, an Schreiber ist verhaftet, ja, und mit, die Deutsche Bank wird jetzt in den, der Staatsanwalt ermittelt jetzt gegen die Deutsche Bank wegen Betrug in den USA, hier kann man das ja nicht. Aber ich sage nur, wir haben mit unserer eigenen Korruption so viel zu tun, dass die Bild-Zeitung mal an unsere Nase greifen sollte und sich die Überheblichkeit gegenüber anderen Nationen erspart. Liebe Genossinnen und Genossen, ich werde meinen Beitrag in Brüssel und in der Europäischen Linkspartei leisten, damit aus unserem Aktionsprogramm mehr wird als ein weiser Parteitagsbeschluss. Im Dezember findet in Paris der dritte Kongress der Partei der Europäischen Linken statt. Wir wollen zeigen, dass wir in jedem Jahr erfolgreich gegen Armut und gegen Ausgrenzung antreten. Und dafür brauchen wir auch eine Parteientwicklung der deutschen Linken, die vom dritten in den vierten Gang umschaltet. Abschließend, liebe Genossinnen und Genossen, und an dieser Stelle gilt mein besonderer Dank einer besonnenen Basis.
Unsere Genossinnen und Genossen haben in einer unnötigen Führungskrise klaren Kopf bewahrt und mit klugen Entscheidungen den Weg für einen guten Neustart freigemacht. Gestattet mir, dass ich mich an meinem letzten Tag als Parteivorsitzender bei allen bedanke, die mich fast 16 Jahre in meinem Amt unterstützt oder die mir auch widersprochen und dadurch herausgefordert haben. Und es sei mir gestattet, mich ganz persönlich bei Gret Beck, Constanze Krise, bei Thorsten Zapf, bei Karl Hollumer und Dietmar Bartsch zu bedanken. Liebe Genossinnen und Genossen, und natürlich bedanke ich mich bei Almut, ohne sie wäre alles nicht gegangen. Manche Entwicklungswidersprüche können wir mit quotierten Doppelspitzen doppelt gut bearbeiten. Das lässt mich hoffen. Genossinnen und Genossen, Offenheit untereinander und die Überzeugung, dass es gut ist, eine sympathische Adresse für Bürgerinnen und Bürger zu sein, daraus lässt sich doch viel machen. Dieser Wahlparteitag für einen neuen Vorstand soll den Weg zu einem lebendigen Parteiaufbau ebnen, mit Programmdebatten und mit erfolgreichen Wahlkämpfen, mit Kampagnen und dem großen strategischen Blick, dessen Ausgangspunkt ist, linke Politik wird gebraucht und linke Politik wirkt. Das zeigte vor genau 3 Jahren, der 13. April, das zeigte die Wahl in Bremen. Das zeigte das Superwahljahr 2009, das haben die Wahlen in NRW gezeigt. Das wird die Zukunft zeigen. Und wir werden das einlösen. Wir alle gemeinsam. Ich danke.